Linux-Distributionen sind eine wesentliche Komponente des Open-Source-Ökosystems und bieten Nutzern auf der ganzen Welt eine breite Palette an Betriebssystemoptionen. Es gibt zwei Haupttypen von Linux-Distributionen, community-basierte und unternehmensbasierte. In diesem Podcast werden wir die Unterschiede und Merkmale zwischen diesen beiden Kategorien von Linux-Distributionen untersuchen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile beleuchten. Ich bin Michael Krümpel und du hörst meinen Tech-Podcast. Schauen wir uns die Definitionen und Merkmale von Community Linux-Distributionen an. Community Linux-Distros werden von freiwilligen Entwicklern und Enthusiasten in ihrer Freizeit erstellt und gepflegt. Diese Entwickler sind oft Teil einer weltweiten Gemeinschaft, die zusammenarbeitet, um die Distribution zu verbessern und Fehler zu beheben. Bekannte Beispiele für Community Linux-Distributionen sind Debian, Fedora, und Linux Mint. Schauen wir uns Unternehmens-Linux-Distributionen an. Unternehmens-Linux-Distributionen werden von kommerziellen Unternehmen entwickelt und unterstützt. Diese Unternehmen investieren Ressourcen in die Entwicklung und bieten technischen Support für ihre Produkte an. Bekannte Beispiele für Unternehmens-Linux-Distributionen sind Ubuntu mit Ubuntu Desktop und Server, Red Hat mit Red Hat Enterprise Linux und SUSE Linux mit SUSE Linux Enterprise Server. Schauen wir uns das Entwicklungsmodell und die Aktualisierungen an. Community-basierte Distributionen zeichnen sich durch einen offenen Entwicklungsprozess aus, bei dem Beiträge von Entwicklern weltweit willkommen sind. Neue Versionen und Updates werden regelmäßig veröffentlicht und stehen oft kostenlos zum Download zur Verfügung. Dies führt oft zu einer schnelleren Innovationsrate und einer großen Auswahl an verfügbaren Softwarepaketen. Unternehmens-Linux-Distributionen werden in der Regel auf hohe Stabilität und Sicherheit ausgelegt. Sie haben eine längere Entwicklungs- und Testphase, bevor neue Versionen veröffentlicht werden. Diese Distributionen bieten oft langjährigen Support und Aktualisierungen über mehrere Jahre, was für Unternehmen und Organisationen, die eine zuverlässige Plattform benötigen, von Vorteil ist. Schauen wir auf Support und Dokumentation. Der Support für Community-Distros erfolgt oft über foren und community gestützte Hilfeseiten. Obwohl die Community in der Regel sehr hilfreich ist, kann die Qualität des Supports variieren und es gibt möglicherweise keine garantierte Reaktionszeit. Unternehmensbasierte Distributionen bieten in der Regel professionellen technischen Support durch das Unternehmen selbst oder durch autorisierte Partner. Dieser Support umfasst oft Service-Level-Agreements, auch SLAs genannt, mit garantierten Reaktionszeiten, was für geschäftskritische Anwendungen von entscheidender Bedeutung sein kann. Die Dokumentation ist in der Regel umfassender und auf die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten. Kommen wir zum Sicherheitsaspekt. Die Sicherheit von Community-Distributionen hängt stark von der Aktualität der von der Community bereitgestellten Sicherheitsupdates ab. Da diese Distributionen eine breitere Benutzerbasis haben, sind sie möglicherweise häufiger Ziel von Angriffen. Unternehmens-Linux-Distributionen legen einen hohen Wert auf Sicherheit und bieten regelmäßige Sicherheitsupdates und Patches. Die Unternehmen haben oft spezialisierte Sicherheitsteams, die Schwachstellen proaktiv beheben und reagieren können, um die Sicherheit ihrer Kunden zu gewährleisten. Kommen wir zum Fazit. Community-Linux-Distributionen und Unternehmens-Linux-Distributionen haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. Community-basierte Distributionen sind bekannt für ihre Vielfalt, Schnelligkeit bei der Entwicklung und lebendiger Community, während Unternehmens-Linux-Distributionen durch Stabilität, langfristigen Support und professionellen Support punkten können. Die Wahl zwischen den beiden hängt von der individuellen Anforderung und Vorlieben ab. Privatanwender und experimentierfreudige Nutzer können Community-Distributionen bevorzugen, während Unternehmen und Organisationen, die eine robuste und gesicherte Umgebung benötigen, eher auf Unternehmens-Linux-Distributionen setzen werden. In jedem Fall zeigt der Erfolg und die Popularität beider Arten von Linux-Distributionen, dass das Open-Source-Modell eine bedeutende Rolle in der Welt der Betriebssysteme spielt. Das war die heutige Podcast-Folge. Wenn du über eine bekannte Plattform hörst, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder, wenn ihr möchtet. Bis dann. Tschüss.